Je suis de retour, Sonia. Je suis très heureuse de vous revoir. Il est bien connu qu'en Vienne, il y a de nombreux bâtiments anciens. Mais bien sûr, de temps en temps, des quartiers entièrement nouveaux sont créés. Comme par exemple la nouvelle gare centrale. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce projet gigantesque. Voici, on voit la plus haute accessible tour en bois de l'Europe, avec une hauteur de 66,72 mètres et un poids d'environ 150 tonnes. Au sommet, il y a une plateforme panoramique, d'où on a une vue superbe sur le chantier de construction. Ich nehme an, ihr wollt die Baustelle von oben sehen, richtig? Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich unter Akrophobie leide? Das heißt, ich habe Höhenangst? Mais tout d'abord, nous visitons la salle d'exposition Panorama. Ici, vous trouverez des informations détaillées sur ce projet du siècle. Le bâtiment de la gare est situé entre la prison de Südbahnhof et la Südtiroler Platz. Autour de la gare, il y aura 5000 nouveaux logements, un campus, un parc de 8 hectares, des magasins, des bureaux et bien plus encore. La clou de l'exposition est bien sûr la simulation en 3D qui montre à quoi ressemblera la gare de l'avenir. Jusqu'à la fin de l'année 2012, les premiers trains devraient rouler. Et en 2014, les premiers logements et une partie du parc seront terminés. Rappelez-moi que nous venons ici en 2015. Jusqu'à ce temps-là, tout devrait être prêt. À propos, la salle d'exposition Panorama a été conçue par l'équipe d'architectes RAM. Bon, alors, avant nous montons sur la tour, nous ferons un petit safari de chantier qui nous permettra de voir le chantier de construction de plus près. Que nous allons sur cette tour, n'est-ce pas? Eh bien, donc, je n'ai pas d'autre choix. Alors, maintenant, nous sommes à une hauteur de 40 mètres et... je crois que j'ai le vertige. Mais tout de même, je vais vous montrer la vue d'en haut. Et maintenant, vite, vite, vers là-bas. Uff, jetzt brauche ich unbedingt einen starken Kaffee. Und danach beginnen wir mit unserer nächsten Lektion. Wie immer beginnen wir mit der Korrektur eurer Aufgabe. Das ist Ihr Tisch. Das sind unsere Pferde. Das ist seine Lampe. Das ist euer Bett. Das sind deine Bücher. Schwierig? Okay, dann üben wir das noch ein bisschen. Der Computer. Mein Computer. Dein Computer. Sein Computer. Ihr Computer. Unser Computer. Euer Computer, Ihr Computer. Das Land. Mein Land, dein Land, sein Land, Ihr Land, unser Land, euer Land, Ihr Land. Die Blume. Meine Blume, deine Blume, seine Blume, ihre Blume, unsere Blume. Eure Blume, ihre Blume. Die Kinder. Meine Kinder, deine Kinder, seine Kinder, ihre Kinder, unsere Kinder, eure Kinder, ihre Kinder. So, jetzt aber Schluss mit der langweiligen Grammatik. Reden wir über das Wetter. Vokabel. Das Wetter. Die Wolken.
Der Himmel, die Temperatur. Der Wind, der Regen, die Sonne, der Schnee. Kalt, warm, trocken, feucht. Dialog. Wie ist das Wetter in Peking? Wie ist das Wetter in Peking? Grauenvoll. Es regnet, es weht starker Wind und am Himmel sind viele Wolken. Wie ist das Wetter in Wien? Grauenvoll. Es regnet, es weht starker Wind und am Himmel sind viele Wolken. Wie ist das Wetter in Wien? Hier scheint die Sonne. Es ist angenehm warm und trocken. Ich war heute den ganzen Tag im Garten. Was hast du heute gemacht? Hier scheint die Sonne und es ist angenehm warm und trocken. Ich war heute den ganzen Tag im Garten. Was hast du heute gemacht? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und bin sehr müde. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und bin jetzt sehr müde. Das verstehe ich. Aber zum Glück kommst du ja bald wieder nach Wien zurück. Das verstehe ich. Aber zum Glück kommst du ja bald wieder nach Wien zurück. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Zahlen 11 bis 20. Erinnert ihr euch an die Zahlen von 1 bis 10? Sehr gut. Jetzt zählen wir bis 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, und jetzt ein bisschen schneller. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fakten. Im Juli 2010 betrug die offizielle Einwohnerzahl von Wien 1.706.672. Im Juli 2010 betrug die offizielle Einwohnerzahl von Wien 1.706.672. Aufgabe. Alors, nous essayons quelque chose de nouveau. Écrivez-moi quel temps il fait chez vous. Mais, s'il vous plaît, pas plus que deux phrases. Je vais le corriger par email. Also, wie ist das Wetter bei euch? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba.